des Heiligen Geistes. Amen. Palmsonntag, ein Tag voller Spannungen. Jubel bei den Menschen, Hass bei den Pharisäern, Freude bei denen, die mit Jesus ziehen, und Angst in seinem Herzen. Jesus zieht in Jerusalem ein. Zweimal im Jahr hören wir diese Geschichte. Wir hören sie am ersten Advent und dann feiern wir Weihnachten, ein kleines, niedliches Kind in der Krippe. Unsere Gefühle sind dabei ganz sanft und weich. Jetzt aber hören wir diese Geschichte wieder, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Und wir ahnen, wie viel Spannung, wie viel Konfliktpotenzial darin ist. Er, der so viel von den Menschen fordert, sie auffordert, Liebe zu üben. So viel, so wenig fordert er. Und damit wächst an vielen Stellen der Hass. Die, die auf Macht bauen, wollen seine Worte nicht hören. Herr unser Gott, sei du uns nahe, lass uns dein Wort hören, lass uns an ihm Richtschnur finden für unser Leben. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Erstärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Vereint mit Gott ein Mensch gleich uns auf Erden, und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, an unserer Stadt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen. Welch wundervoll, hoch heiliges Geschäfte, sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte. Mein Herz erbebt, ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Liebe und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Seh ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erde, ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei's doch mir trotz allen frechen Spottes die Weisheit Gottes. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst danieder, es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder, lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Das Evangelium für den Sonntag Palmarum steht bei Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war,
hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und dass man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Begebenheit, von der uns der Evangelist Johannes berichtet, ist so voller Spannungen, voller Unterschiede. Da sind die Menschen, die am Wegesrand jubeln. Sie sind zum Fest nach Jerusalem gekommen. Sie wollen etwas erleben. Sie haben große Erwartungen. Es ist ein großes Ereignis. Dann sind da die Pharisäer, die Angst bekommen, wie geht es wohl weiter, wenn alle diesem Jesus hinterherlaufen? Und die frustriert sagen, wir können nichts gegen ihn tun, alle laufen ihm hinterher. Und dann ist da Jesus,
Er wird als König begrüßt, aber er ist so ganz anders. Kein festliches, teures Gewand, sondern einfach gekleidet. Kein teures, großes, starkes Pferd, sondern ein junger Esel, so wie die Bauern ihn benutzen. Und die Menschen, mit denen er einzieht, das sind nicht die Reichen und Schönen, die Wichtigen, das sind nicht die Soldaten, die mit glänzenden Rüstungen Furcht und Schrecken repräsentieren, sondern eine Gruppe von Dahergelaufenen, Fischern, früheren Zöllnern, die er am Wegesrand eingesammelt hat, mit denen zieht er ein. Gegensätze, doch dann kippt alles um. Die jubelnden Menschen werden wenige Tage später rufen, kreuzige ihn. Die, die Jesus nach dem Leben trachten, sie gewinnen Oberhand. Er wird verhaftet werden, er wird getötet werden. Der König, der so gnadenvoll, so jubelnd, bejubelt einzieht, er endet am Kreuz. Er endet nicht am Kreuz. Es geht weiter. Aber darüber denken wir in einer Woche nach, zu Ostern. Erst einmal nach irdischen Maßstäben das Ende. Eine Geschichte so voller Spannungen und wir sind mittendrin. Wie oft jubeln wir irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Ereignissen zu? Oder wie oft lassen wir uns anstacheln, jemanden zu verachten, gegen jemanden zu schreien? Beobachten Sie sich mal abends vor dem Fernseher bei den Nachrichten. Ich vermute, es geht Ihnen so wie mir, dass wir natürlich besser wissen, was die hätten anders machen müssen. Wir sehen die Fehler der Politikerinnen und Politiker. Manchmal jubeln wir jemandem zu, ohne es richtig zu wissen, und manchmal voller Verachtung. Wie leicht lassen wir uns leiten von Äußerlichkeiten, von dem, was die anderen uns erzählen, der ist gut, das ist gut, oder von dem, was andere uns sagen, der ist böse, die ist schlecht. Wie sehr lassen wir uns beeinflussen? Doch dann ist da noch das andere. Jesus kommt. Er zieht in die Stadt ein. Er kommt auch zu uns. Wie offen sind wir für ihn? Haben wir unsere Erwartungen und denken, wenn Gott uns nahe kommt, dann muss das mit Pomp und Gloria, mit Licht und Glanz passieren? Oder nehmen wir auch wahr, wenn Gott zu uns kommt, dann kommt er einfach und schwach, so wie wir einfach und schwach sind. Öffnen wir unser Herz und lassen wir ihn wirklich hinein? Oder sind wir wie die jubelnde Menschenmenge, die heute Hurra schreit, aber es gar nicht so meint? Gott kommt zu uns. In all unserer Schwachheit, in all unserer Niedrigkeit, in all unserer Unzuverlässigkeit, wir sind, wir bleiben seine geliebten Geschöpfe. Er ist an unserer Seite und er hält es aus, verachtet zu sein, so wie wir Menschen einander verachten. Er hält es aus und zeigt am Ende, seine Liebe ist stärker als alle Mächte dieser Welt. Amen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem in leidender Liebe Zeiten und sehen, wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, wer will bei dem Herrn bleiben und kosten von einem so bittern Kelch,
die Angst soll uns nicht von ihm treiben. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen, zu spüren, wie unsere Not vergeht und unter dem Kreuze zu stehen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, zur Stätte der ewigen Klarheit, wo Leiden und Ohnmacht in unserer Welt, da finden wir Christus in Wahrheit. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du kommst zu uns. Wir bitten dich, hilf du uns, dass wir unsere Herzen öffnen für deine Nähe. Wir bitten dich für die Menschen, die sich jubelnd verführen lassen zu ihrem eigenen Unglück. Sei du ihnen nahe, öffne ihnen die Augen für das, was trägt im Leben und darüber hinaus. Wir bitten dich für alle Ängstlichen, dass du ihnen Trost bist, dass du sie ermutigst und stärkst. Wir bitten dich für alle Kranken, dass du ihnen nahe bist, ihnen Heilung schenkst. Wir bitten dich für alle Trauernden, dass du sie tröstest, dass du uns die Gewissheit schenkst, dass du uns nicht loslässt, im Sterben nicht, wie du uns im Leben auch nicht loslässt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.